Jo Freunde, ich möchte euch herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Heute möchte ich euch mal mein Push-Training vorstellen. Als allererste Übung mache ich das Bankdrücken, aber vorher wärme ich mich natürlich ordentlich auf. Da gibt es ein paar Übungen, die kann ich euch gerne mal in einem extra Video abdrehen. Und natürlich nehme ich erstmal wenig Gewicht, erstmal nur die Stange und dann mache ich noch einen Aufwärmsatz mit 60 Kilo. Das ist jetzt alles in ein bisschen schnellerer Geschwindigkeit abgespielt, dass das euch nicht so sehr langweilt. Um Verletzungen zu meiden, Freunde, solltet ihr euch richtig schön aufwärmen. Die Schultern müssen geschmeidig sein, müssen sich gut anfühlen. Die Brust und auch der Trizeps müssen gut warm sein. So, ich mache mich dann an die 5x5 Bankdrücken. Das waren jetzt 82,5 Kilo. Das ist gerade so das Gewicht, das ich 5x drücken kann. Mit sauberer Technik. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass die Technik stimmt, um einfach Verletzungen zu vermeiden. Und ich möchte ja auch schön den Muskel treffen, also die Brust. Es ist eine Brustübung, wie ihr schon wisst, und keine Schulterübung. So, und worauf müsst ihr jetzt beim Bankdrücken genau achten? Wichtig ist, dass ihr ein kleines Hohlkreuz macht. Die Beine müssen unten stehen. Ich sehe immer wieder bei Anfängern, dass sie die Beine hochstellen oder auch gar in die Luft strecken. Ein Trainer bei uns im Fitnessstudio empfiehlt es sogar. Aber ich finde, ab einem bestimmten Grad oder ab einem bestimmten Gewicht ist es einfach nicht mehr möglich, da saubere Technik zu fahren. Ihr habt absolut keine Stabilität. Macht es lieber gleich richtig und gewöhnt euch nicht dran, die Beine hochzustellen. Ich kann euch versprechen, ab einem bestimmten Gewicht merkt ihr einfach, dass das nicht mehr funktioniert. So, wie ihr jetzt schon gesehen habt, habe ich nach dem dritten Satz mir einen Spotter hergeholt und habe noch einen vierten Satz mit 87,5 Kilo gemacht. Die gingen relativ gut, muss ich sagen. Ich war aber auch schon mal im Aufbau bei meinen 90 Kilo 5x5. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen länger in der Diät und die Kraft geht langsam. Am Ende habe ich dann noch einen Dropsatz gemacht. Das bedeutet, ich habe mit 80 Kilo angefangen, habe so viele Wiederholungen gemacht, wie ich schaffe. Und mein Kollege hat dann jedes Mal immer Gewicht runter. Ich glaube, erst hat er auf die 70 Kilo runter, dann habe ich nochmal so viele gemacht, wie ich schaffe. Dann nochmal auf die 60 Kilo runter. Und dann am Ende habe ich es nochmal mit der Stange gemacht und ich muss euch sagen, irgendwann kommt der Punkt, wo ihr denkt, ihr schafft noch eine Wiederholung, aber euer Körper macht dann auf einmal nicht mehr mit. So Freunde, als nächste Übung habe ich dann die Brustpresse gemacht. Die ist besonders gut für die obere Brust. Alternativ könnt ihr auch mit Kurzhantel und Schrägbankdrücken machen oder allgemein Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Hier habe ich auch erst einen Satz mit wenig Gewicht gemacht und dann ein paar Sätze mit mehr Gewicht. Das seht ihr schon. Ziemlich schwer geworden in den letzten Sätzen. So, danach mache ich Butterfly an der Maschine oder Cable Cross am Kabelzug. Ist eine richtig geile Isolationsübung, muss ich sagen. Und hier ist es auch wichtig, dass ihr einfach nicht viel Gewicht benutzt. Schön aus der Brust arbeitet und nicht aus der Schulter. Nicht hier den nach Schultern vorne Zieher macht. Ihr wisst, was ich meine. Viele machen das und es ist echt gerade fürs Verletzungsrisiko ziemlich krass. Also lieber weniger Gewicht nehmen, schön den Muskel zum Brennen bekommen. Hier bei der Übung mache ich so um die 4 Sätze mit jeweils so 8 bis maximal 15, am besten Fall so 12 Wiederholungen. Was ich dann auch oft nochmal mache, ist hier die Übung sitzendes Bankdrücken. Das ist eine echt coole Maschine. Da kann man echt nochmal richtig schön den Muskel treffen. Und man kann individuell das Gewicht schnell einstellen und auch schnell umstellen. Also man muss keine Platten runterpacken. Da kann man echt sehr gut und auch sehr einfach Dropsets machen, weil man einfach das Gewicht schnell hochstecken kann. Was auch echt positiv an der Maschine ist, dass man sich am Ende, wenn man es nicht mehr schafft, selber helfen kann mit den Füßen. Die muss man einfach dann nach vorne drücken, da ist so ein Griff. So, und für die totale Zerstörung dann noch für die Brust und auch gleich mit für den Trizeps mache ich dann noch Dips. Manchmal auch mit extra Gewicht, aber ich finde es auch ohne Gewicht und mehrere Wiederholungen zu machen echt ganz gut. Da mache ich dann meistens noch so 3 bis 4 Sätze. Danach ist mir aber so schwindelig, dass ich manchmal fast umkipp. Aber Dips sind einfach mega geil. So, nach den ganzen Übungen ist dann meine Brust meistens schon echt ordentlich zerstört. Das ist definitiv auch viel zu viel Volumen für den Anfänger. Und ich muss auch oft mit dem Muskelkater kämpfen, aber von nichts kommt nichts, Freunde. Danach mache ich mich dann ans Schultertraining. Normalerweise mache ich Military Press mit der freien Stange, also mit der Langhantel. Aber da war momentan alles besetzt und es war auch einfach mega viel los. Deswegen habe ich es an dieser Maschine gemacht. So 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Ja, und dann bin ich nach oben gegangen und habe dort noch Seitheben gemacht. Das ist wichtig beim Seitheben, dass ihr nicht so viel Gewicht nehmt.
und auch sehr viel Wert auf die Ausführung legt. Also nicht irgendwie einfach hochschleuderndes Gewicht, sondern schön kontrolliert mit wenig Gewicht, bis der Muskel brennt. Da finde ich auch Dropsets einzubauen immer wieder geil. So, somit ist für mich dann auch das Schultertraining abgeschlossen und ich mache mich noch ein bisschen an die Trizepsübungen. Wir haben vorher schon French Press unten auf der Bank gemacht mit einer Langhantel, einer SZ-Stange. Aber da war einfach so viel los, da konnte man einfach nicht aufnehmen und das Licht war auch total schlecht, also man hat auch überhaupt nichts gesehen. Deswegen haben wir dann hier nochmal French Press mit den Kurzhanteln gemacht. Ist auch eine ziemlich geile Möglichkeit, um seinen Trizeps zu trainieren. Alternativ mache ich dann noch Pushdowns mit sämtlichen Griffarten oder einfach Überzüge mit dem Tau. So, Freunde, das war mein Push-Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr gerade das Video guckt. Haut rein, Freunde. Peace. Ciao.